Servus. Na geh. Jo, eh. Geleck, das AKH. Was ist passiert? Specki war da, wird rausrolliert. Im Rollstuhl sitzt er, es schiebt das Brüderlein. Doch voll cool ist er drum. Ein Schick wär fein. Da bleib steh, ich will einen Schick. Bitte schön. Was ist? Eine Bremse? Ja, zack, nicht, dass ich den Fuß einschieße. Ich werde den Steg an. Schaust du. So. Ja, ich sitze deswegen im Rollstuhl, weil ich gerade aus einer Gau rausgekommen bin, weil ich habe eine Operation hinter mir. Aber so schlimm ist es nicht. Ich kann eh schon gehen. Es geht ziemlich schnell voran. Eine neue Hüfte habe ich gekriegt. Ne? Aber bleib lieber sitzen. Ich führe dich heim. Gescheiter. Nur frisch alles, weißt du? Ja, ne. Also, machen wir dann. Ja, das rauchen wir ja nicht, würden wir ja nicht rauchen. Also insgesamt war jetzt da 10 Tage drinnen und also ist schon eine Qual. Ja. Also die ersten 3 Tage gibt es kein Chick, kein Pirli, nichts gibt es halt vom Fressen, ganz zu schweigen, das kriegst du nicht runter. Ja. Brüderlein, ich hab was für dich. Na, jetzt bin ich aber neugierig. Na was, eine kleine Überraschung. Ja, schön, ja. Gut, besser, ein Jawohl, Alter. Das warten ist schon 10 Tage. Ja, gerade das alte Hüfterl saniert, wird sich nun mit Hüserl paniert. Zuerst der Cheek, nun eine Peilung. Ja, Patrick pfeift auf Wundheilung. Hau weg die Scheiße. Oh je. Da scheißen sie auch nichts, gell? So mitten, Alter, gell? Vom Krankenhaus haben wir die Hüsen rein, Alter. Ja, macht ja nichts. So willkommen, was ist denn? Ja, willkommen. Bist gerade vom Spital entlassen worden, was? Bier gehört dazu. Ne? Der hat 10 Tage nichts getrunken da drinnen. Was kannst du denn geht? Das wird schon wieder. Ein bisschen Öl, was der schmieren, nicht? Geht schon. Genau, ein bisschen schmieren. Also das erste Bierli muss ich sagen, fort. Das zischt schon, ja, ich spür's schon. Ein bisschen Sonnenschein haben wir auch, nicht, dass ich gleich fett bin erst. Totale Prothesen habe ich jetzt da drinnen. Genau dasselbe, was 2019 links gemacht haben. Ein Titan, ne? Ein Titan hast du reingekaut, ja. Aber. Ein bisschen watscheln tue ich noch, bleibt, aber. Das bleibt. Naja, hoffentlich nicht. Ich bin jetzt schon wieder normal gekommen. Ja. Ich spür's auch. So ist steif hinten. Ja, alt werden wir. Ja, alt, hör auf, du bist jetzt mein weißer Haar. Du. Ja, die kommen nicht, die kommen schon noch. Wegen der Hüfte, das geht eh schon länger. Ärzte haben gesagt, dass der Hüftkopf zusammengefallen ist, keine Ahnung. Meine Vermutung ist, dass die Frauen schuld sind. Ja, sonst im Großen und Ganzen. Scheiß der Hund drauf. Genau. Hola! So. Hallo. Psst, sehr leise. So lieb. Und du immer hinschaust. Na ja, so ist das. Muss ich checken, du. Was für mich ganz wichtig war, habe ich den Herrn Doktor auch gefragt, sag ich, wie ist das jetzt mit Sex, darf man Sex haben? Sagt er, ja, darfst du schon, aber die Frau muss arbeiten. Die Frau hat die Arbeit, hat er gesagt. Jetzt machen wir einen Schluckerl und schauen wir. Ganze 10 Tage lag Patrick hier, da nieder. Wegen Hüfte im AKH ohne Bier? Nie wieder. Doch auf Bruder Martin ist Verlass. Ja, ein Flascherl, kein Bier vom Fass. Doch immerhin nass. This is a party song that makes the party going on. Also, dass mein Brüderlein gekommen ist, heute mich abzuholen, finde ich ja total klasse. Ne? Und er hat gesagt, er hat noch irgendeine Überraschung für mich. Nein, ich führe heim jetzt und fertig. Trink noch ein Bier daheim, dann was. Nein, das ist eine Überraschung. Das darf er nicht wissen. Ja. Also, ich kann mir schon ungefähr vorstellen, was die Überraschung sein wird. Aber ich stelle mir jetzt einmal ein bisschen deppert. Schauen wir mal, was kommt. Schauen wir mal, was kommt. Beim Wiener Prater ist Patrick Zaus. Woanders wohnen? Unmöglich. Ein Graus. Ah, herrlich. Schau, das Riesenrad. Na, Wahnsinn. Riechst du das? Ja, das ist die Freiheit. Die Praterluft. Die Freiheit ist das, Alter. Redlich sind wir daheim. Na, dann gib Gas. Warte, der Riesenrad. Ja, gib Gas. Da, wo das Riesenrad steht, das Karussell richtig abgeht, in der Disco fett der Bass bebt, hat Patrick schon alles erlebt. Er liebt den Prater wie die Frauen und ließ dabei viele zuschauen. Er wollte da groß Zaster machen, wo es andere krachen lassen. Doch Arbeit und Feiern als Symbiose, na, das geht meistens in die Hose.
Natürlich möchte ich wieder zu meinem Traumjob zur Retour zum Ecstasy, Bruder. Wünscht's mir Glück, Alter. Und tatsächlich hatte er Glück, bekam die Stelle im Prater zurück. Die verdiente Feierhüsen ließ den Martin herbeidüsen. Uhlala! Nicht nur so lala, fand dieser dann das da. Ich bin wieder im Bruder. Im Bruder bist? Ja. Was? Jo. Im Bruder? Das finde ich gut. Gut, besser, größer, war danach der Durst. Wie es aber weiterging, Patrick nicht ganz wurscht. Also von meiner Seite aus hätte alles gepasst. Also ich hätte im Prater arbeiten können, ich wollte auch im Prater arbeiten. Nur dann ist halt eben die Hüfte mit dazwischen gekommen. Und das war für mich ein Privileg, dass ich sage, ich scheiße mal Ecstasy, Bruder, auf alles und kümmere mich mal um meine Gesundheit, weil ohne mir ins Geschäft auch. Ich muss jetzt auf mich schauen. Und dann, wenn ich wieder gesund bin, dann kümmere ich mich natürlich wieder, dass ich in meine geliebte Heimat zurückkomme. Ne? So schaut's aus. Riechst du das? Unglaublich. Freiheit. Und Zuckerwatte. Zuckerwatte? Ja. Ja. So, jetzt haben wir es gleich geschafft. Ja. Warum? Gott, was das so? Na, boah, Stück deppert. Tag wie ich. Endlich wieder daheim. So, dann. Erst, stopp. Wart. Was ist denn? Wenn ich. Nein. Was willst du denn? Wenn ich schon daheim bin, lass mich die letzten paar Meter zu Fuß gehen. Echt? Ja. Willst du mich da auch tun? Ja. Na, dann. Wie schaut denn das aus? Das schauen wir mal. Mir ist es ein bisschen peinlich, ja, wenn ich heimkomme und dann singen mit den Leuten, was ist passiert und das weiß eh jeder, dass ich eine eigene Hüften gekriegt habe. Ja. Viel langsam. Hör, ruck! Was ist das? So. Geht schon. Jetzt? Ja. Echt? Singst? Ah, bin geheilt. Na, Halleluja. Halleluja! Preiset die Wissenschaft. Was Patrick hier gerade schafft, nach 10 Tagen wieder fit und munter, das grenzt mitunter an ein Wunder. War das nun die Wissenschaft oder gar die Kraft vom Gerstensaft? Holen wir sie ein Billy. Holen wir sie ein Hüserl und fertig. Okay, okay, um. Also eins muss ich sagen, ich bin so froh, dass ich wieder in mein Grätzl bin, in meiner Stube, Viertel, ja. Es ist mein Grätzl, mein Bezirk. Was machst du? 2 Hüsen, bitte. Ich hab nur gegessen. Ja. Du machst nichts. Zum Mieten? Nein, die machen wir gleich auf. Zau her, das Brüderlein. Ja, warte ein Stück. Du hast. Was das ehrlich? Ja. Nein, ich bin schon froh, dass ich jetzt wieder da bin. Und ja, auf alle Fälle, zu viel schonen ist auch nicht gut. Na super. Na, wie machen wir das jetzt? Das Bier, ne? Trink jetzt einmal. Offenes Bier, na super. Gib mir ein Stecken, dass ich mich auch erhalten kann. Genau. Jetzt sind wir schon daheim. Schon. Ja, gute Tag. Jetzt sind wir schon daheim. Wow.